Und da sind wir wieder bei Vegasylph mit mir, Sefi und Jutes. Hi. Bei Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Und wir schreiten durch das Tor. Des Todes. Oh, hier geht's ja noch lang. Schön. Ein Höllentor trifft's ganz gut. Geht's uns gut? Nein. Naja. Sprecht das mal an. Na, ich meine, im Zweifelsfall bringen Ananas und Zitronengummi einfach mehr. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Mal überlegen. Wolltest du nicht Luft A3 mal gucken, ob du es drauf tanken kannst? Ja, aber ich denke so, ob ich den Endgegner hochkriege, ist so eine Frage. Das kostet auch so viel. Nehme ich lieber gleich. Ja. Wenn ich die Luftattacke. Ah, das ist auch gut. Was ist das? Ja. Ist das richtige, ne? Ja. Möchtest du noch irgendwas? Was habe ich denn? Ja, komm, um 3! Krass. Ja, aber ich weiß nicht, das reicht ja irgendwie. Warte, ich muss das mal gucken, was ich da jetzt habe. Sonst nimm du. Ja, kann sagen. Bla 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 bla. Achso, ja. Benutzt ihr das Ex-Angriff eigentlich? Was ist das? Nö. Sonst macht das doch aus und macht Tarnung stattdessen an. Was war das, das, ne? Ja. Ne, ich bin gerade nur überlegen, ob ich das mache. Das ist ja auch ganz gut, ne? Tarnung fehlt mir nur eins. Ach scheiße, Rückschritt meistens so, ich lauf eh weg. So, fertig. Kann ich machen. Dingsens? Nein, 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 nein. Ah. Alles können. Ihr habt ja schon alles. Gut. Dann sind wir jetzt bereit. Gut, dass sie dann geheilt sind. Das war Intuition. この先がラタトスクの間です。そこに銀杏がガップがあるんだね。はい。リヒターはこの中にいるはずです。エミル、いよいよだな。ラタトスクとしての力を取り戻し、これが お前の選んだ方法だな。うん。みんな、もう少し僕に力を貸して。Hallo, du warst da eben immer noch nicht. Ist das ein heilender Punkt? Hat sich so angehört, ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Muss gleich mal gucken bei Grima. Ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn das einer wäre. Ich sag nur piep, piep. Marta, Tenebrae. Imamode arigato, Emir. Sonna saigo mitai na koto iwanai no. Kore kara mo yoroshiku, nandakara. So da ne. Lloyd tachi mo arigato. Imasara mizukusai koto iu na yo. Sore yori Emir, kiai irete iko ze. Omae ni wa warera ga tsuite iru. Boku, aite ga half elf demo. 遠慮はしないよ。ここまで来たんですもの。しっかり仕事をやり遂げましょう。リヒターがどんな思いを持っているにしても、世界を魔界にすることは正当化されません。せっかくみんなで再生した世界だも、守らなきゃ。そうさ。それがマーテルとの約束でもある。さあ、エミル。これはお前自身を取り戻す儀式でもあるんだ。派手に決めな。みんな。 Schön. Ach, ist das rührend. リヒターさん。遅かったな、エミル。いや、ラタトスクよ。俺はすでに新たな魔族を召喚した。
アクアから全て聞きました。あなたの本当の目的を。そうか。あなたが親友を失った苦しみはとても大きくて重い。でも一人の人間のためにこの世界をニブルヘイムにするなんて間違ってます。魔族の支配する世界に蘇ってもアステルさんは喜ばないはずだ。お前がそれを言うのか。アステルの顔でアステルを殺したお前が。力ずくで溶かすまでです。Sie ist unmotiviert. Ah! Wollen wir mal sehen, wer schneller ist. Hey, halt an! Geht's noch? Fenia, tust du bitte deinen Job? Wer war das Kriegelgold? Ich krieg Schaden, wenn er so mit seinen Flammen rumcastet. Toll. Nein. Au! Hat er sich gerade kackendreist weggeteleportiert? Ja. Fall ist kein. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass unsere Leiste voll ist. Mein Schal geht durch meine Maske. Nichts Neues. Wieso mache ich mir die Mühe? Was? Der trifft damit mich bestimmt. Gannon, bist du das? Das könnte sein Bruder sein. Oh, hat sich die Finger gekrallt. Obwohl, das steht hier eigentlich ganz gut. Er hat uns alle gekrallt. Autsch. Ich lebe doch. Lass das! Nein, geh weg. Das kommt genau richtig. Und bin tot. Bist du bis wann? Gehst du mal weg hier? Ich heile mich mal. Haben wir nichts mehr? Ach, einfach mal ein Spaß. Kriegst du das eben nochmal um die Ohren? Und die Pfuhren. Und die Pfuhren, das ist eine Mischung aus Fresse und Ohren. Das ist ganz besonders, das kriegst du an zwei Stellen gleichzeitig.
das muss man allen erstmal nachmachen. Das war schafflos, wäre ein bisschen Zeit. Ach, dann reicht das vielleicht schon. Eine Explosion wäre jetzt geil! Danke! Sie haben bestellt. Haben uns doch ganz gut geschlagen. Hm. 73 noch gekommen. Krass. Krass.魔族が総力を挙げてこの扉を開けようとしています。これを使え。それは風魔の石。 そうだ。体内のマナを炎に変える石。魔族にとってマナは毒だ。それで一時的に扉は閉じる。どうしてそれをあんたが？エルフの隠れ里に隠されていたのは取りに行かせた。それとミコの持つクルシスの奇跡があればラタトスクを殺しても この扉を封じることができるからな。クルシスの奇跡は装備者の体内時計を止めて永遠の命を与え、お前自分のマナを永遠に燃やして扉を守る人柱になるつもりだったのか。そうすればアステルは蘇り、ラタトスクは死に、 どうしたの、エミル。これで邪魔者は倒した。あとはアクアを従えて すべての力を取り戻すだけだ。さあ、アクアのコアをよこせ。苦しい。さあ、早くアクアのコアをよこすんだよ。 じゃねえ、ラタトスク様だ。フミル、やめて。死ね死ね死ね。出てく。
た。エミル。ごめん、マルタ。ベリウスの加護を受けても、僕が消えないだけで、ラタトスクを止めることはできないみたい。そんな、諦めないで。邪魔をするな。マルタ、お願い。僕を止めて。僕をコアにして。扉を封じる鍵にして。やらせるか。もう、ダメ。自分を抑えきれない。マルタ、エミル。ようやく抑え込んだ。さあ、アクアをよこせ。エミル、自分を取り戻せ。エミル、うるせえ。アマちゃんのあいつは消えたんだよ。エミル、私なんだよ、やるってのか。お前、俺にも消えてほしくないってそう言ってただろ。おとなしくアクアのコアを渡せば、お前だけは生かしておいてやってもいいぜ。私、戦う。なんだと？エミルのためにあんたを倒す。俺を倒すだと？人間風情が笑わせる。さっさとくたばりやがれ。Ah, ein Traum wird wahr, ein Traum. Los, tu mir weh. Los, bring sie auf. Los. Alter, hör auf mich. Ey. Aua. Hör mal auf. Aua. Alter, ich musste extra einen Schritt nach vorne gehen, damit Leute mich treffen. Lern. Treffen. Super cool. Naja, wenn man sich die ganze Zeit heilen würde, wäre die ja voll einfach zu besiegen. さよなら、ラタトスク。君はエミルだよね。違う、俺はラタトスクだ。うん、私やっと気づいた。君はエミルだよ。エミル、そうなのか。エミル様はラタトスク様を自分の中に取り込む代わりに、ラタトスク様の罪を背負うつもりなのです。アステルの命を奪った罪滅ぼしに封じられようと。そんなのおかしいよ。けど僕はもう一人の僕をベリウスの力を借りて力ずくで抑え込んだ。殺したも同然だよ。ラ
ラタトスクの命を奪った僕だけがのうのうと生きるの。バカバカバカバカバカ、エミルが言ってたちゃんと考えてるってこんなことだったの。私はエミルがラタトスクを受け入れるってことだと思ってた。受け入れるって、だって封じ込めたらラタトスクの意志は消えちゃうじゃない。だったら封じ込めないで向き合ってみればいい。エミルとラタトスクが言ってくれたんだよ、私にパパから逃げるなって。それで僕とラタトスクが融合したら、僕は今までのことなんて忘れて人間を滅ぼそうとするかも。勇気は夢を叶える魔法。私はエミルを信じてる。エミルとラタトスクを信じてる。マルタ。マルタの言う通りだ。それにお前がやろうとしたことは、お前を信じた仲間に仲間殺しの苦しみを負わせることなんだぞ。俺たちはお前を信じてる。なのにお前は信じないのか。お前自身を。僕は封じられるんじゃなかったのか。僕が考えていること君にはわかるよね。なら俺の中にお前がいる余地があるのかどうか試してみろよ。それじゃあ行くよ。お前の強さ見せてみろ。僕の力を見せるよ。はっ、はっ、はっ、はっ、しまった。画面、合点集。はっ、最高のやるが。はっ、はっ、はっ、はっ、はっ、はっ、はっ、結晶劇、攻撃戦。はっ、やれないぞ。しまった。ここを決断し。はっ、warum ist das egal, wer gewinnt? Wehe, wir sind jetzt Game Over! Wehe! Oi, oi. Koko de omae ga maketa ra dainashi daro. Omae ga katsu koto de, ore no naka ni yasashisa ga sonzai shiteru tte kakunin dekiru nda kara.ごめん、本当だよね。まあいいさ、そういうところもなんかお前、いや俺らしいさ。仕方ね、受け入れてやるさ。お前のなけなしの勇気に免じてな。僕もラタトスクを信じる。だって君は僕だから。
タトスク。そんな顔をするな。人を滅ぼすってのは取り消すよ。だがこのままじゃ扉を守りきれない。どういうことだ。俺以外の存在が強引に扉を開けたために古の封印が狂ってしまった俺のせいか。ならばやはり俺自身が風魔のコンパクトなって。お前にその気持ちがあるなら俺も力を貸そう。何？リヒターが人柱として扉を守る間に世界の断りを変える。そうすればリヒターも少しは苦しまずに済む。新たな断り、それは？もともとこの世界にはマナが存在していなかった。彗星デリス・カーラーンの恵みと俺大樹カーラーンが移されたことでマナが命の源となったのだ。だから世界を構成するものからマナを取り上げ、それをこのギンヌンガガップの封印とする。そんなことをしたら大地が滅びるよ。滅びない。そのように断りを引く。時間はかかるがな。この地に根付く全ての命がマナを必要としなくなるだろう。人もエルフも大地も何もかも。精霊も？それは無理だ。精霊はマナによって生かされている。我ら精霊は本来この世界の住人ではないからな。それじゃあマナがなくなったら困るじゃない。世界を構成するものからマナが消えるだけでマナは世界に残る。新たな世界樹がマナを生み続ける限りマナは世界にあふれ、世界をめぐって扉の封印に注がれ続ける。俺はその流れを操り見守ろう。もう一人の木の精霊としてこのギンヌンガガップでな。俺たちの世界は何か変わんのか。マナの庇護から切り離されたことで必ず滅びを迎える世界となる。必ず滅ぶ。そう、大地の寿命が来れば滅ぶ。何百億、いや何千億年以上も先のことだろうがな。だがそれもこの大地があるべき姿に戻っただけだ。大樹カーラーンが移される前にな。エミルもあるべき姿に戻ったの？マルタ、ああそうだな。俺はエミルでもありラタトスクでもある。これが正しい姿なのかもな。私たちのことちゃんと覚えてるんだね。もちろんだ。お前たちと旅した時間は無駄じゃなかった。人間も案外悪くない。ラタトス君。さあ行け。さあ行け。二度と人類が扉に触れぬよう。二度と人類が扉に触れぬよう。ここを封じる。
じゃあな、エミュー。妹を助けてくれてありがとうよ。あんたのこと忘れないよ。元気でね、エミル。君と旅ができたこと、私は誇りに思う。あなたは一人じゃないから。あなたみたいな生徒、受け持ってみたかったわ。精霊の友達ができたなんて、すごい自慢だよ。僕のこと忘れないでね。あなたが生かしてくれた世界、私たちが守り続けるからね。エミル、また会えるって信じてる。だからさよならは言わないぜ。君はずっと生きるんだよね。ここを封印してもずっと。そうだ。私もさよならは言わないから。私とエミルの心はずっと一緒だから。エミル、儀式は終わったのか？ああ、これでお前はこの部屋から出ることはできなくなった。永遠の地獄か。魔族に魂を売って世界を破滅させようとした男の末路にはふさわしいな。じゃあ早速人柱になるとするか。巫女の奇跡なしでどこまで俺の体が持つかわからないが。千年だ。すべての命あるものからマナを切り離すのに千年かかる。千年が過ぎ、マナで世界を支える必要がなくなれば、余ったマナで新たな封印を構成できる。その時にはお前を解放してやる。
ならば俺も言わせてもらおう。お前はコアと実体とに分かれることができる。しばしの間エミルとラタトスクに分離して暮らすことはできないのか。必要なら俺の体を宿り木にしてもいい。無理だ。マナを切り離す作業がある。それはあなたの命令で我らセンチュリオンと魔物たちが行うこと。連絡さえ取ることができるなら二つに分かれていようと問題はないでしょう。ラタトスク様、人間の一生なんて私たちに比べたら一瞬でしかないでしょ。俺は一人の人間を殺した。それが今回の事態を招き、さらに多くの犠牲を生んだ。そんな虫のいい話は。だがエミルは、もう一人のお前はアステルの死を悼み、自分の意志ではなかったのに罪を償おうとしてくれた。俺はそんなエミルに人間として一生を全うしてもらいたい。リヒターさん。ラタトスク、あなたの心の一部が告げています。自分が殺めてしまったアステルの分を生きろと。私はその心に従いましょう。アステルもあのバカなお人よしも喜ぶだろう。ありがとう。Hab ich's jetzt? Sieht so aus! Gott sei Schrank! Sieht nach Credits aus! Ah, oh, herrlich! Schön! Haben wir das auch? Gefällt mir! Ja, mir auch. Ah. Wir sind durch! Ja, das Live hat ein Ende. Ja, nicht ganz, und die müssen das noch nachbearbeiten. Fuck. Zumindest ich. Haha! Mann, ist Fenris groß. Mhm. Ja, was bleibt dazu sagen? Spuckt das Vieh Körner aus oder frisst es Queen? Sehr schön. Ja. Ich glaube... Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Ja, ich glaube, ihr wisst bereits unsere Meinung über das Spiel. Ja, ich meine, so an sich ist es ja nicht so schlecht, weil das mit dem Monster anwerben und so, bla bla, ist ja ganz nett und so. Aber diese scheiß Story, ich hätte 5084 mal kotzen können. Auch jetzt, wo ich hier Alice und Dex nochmal sehe, wieso wurde jede einzelne Romanze, die in diesem Spiel kommt, besser geschrieben als die Hauptromanze? Also, wieso? Ich meine, ist ja schön und gut hier alles. Lebeche! Yeah. Siehst du, so hätten wir durch die Gegend fliegen sollen. So! Ja. Yeah. Ich meine, man kann es ja aber auch echt übertreiben. Dieses ganze Rumgeschnulze und... Bah! Ich meine, ich... Das Bild da unten ist geil. Ja. Ich meine, man kann es aber auch echt übertreiben. Ja. Ich habe ja nichts gegen Romantik, aber das war... Da ist halt Uschi. Was so? Ja, ich habe zuerst Uschiha gelesen, weil der Typ hieß Uschida. Ah. Ich dachte schon gerade, ihr wären die Uschiha. Aber die ganze Zeit, Emil, ich liebe dich. Ja, ich finde auch sowieso die ganze Zeit dieses, keine Ahnung, Problem ist da. Die ganze Zeit, bla 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 und ich habe ein Problem damit. Ja, was hast du noch gar nichts? Und dann wird das entweder durch irgendwelche Skits nochmal besprochen, es wird in fünf Schritten kommt nochmal eine Szene, wo das nochmal angeknackst wird, anstatt mal eben zu sagen, du, ich habe damit ein Problem, so und so sieht's aus, Punkt. Ja. Aber nein, Schritt laufen, dann hier und dann da und dann wird's da nochmal wehen und da und hier und da und irgendwann ist das Thema gegessen und dann kommt
irgendeinem People und reißt dieses Scheiß-Thema nochmal auf, wo ich denke, Alter, habt ihr nichts anderes zu tun in eurem Leben? Ja. Was machen die damit bisher? Glaubt, sie wollt ihn so auf den Schoß setzen? Wahrscheinlich. Sieht seltsam aus, als wenn sie eine Puppe wäre. Ja. Wenn ich so die alten Charaktere sehe, dann denke ich so, ach, das war noch wesentlich besser. Ja. Ist nicht auch so die Story am Schluss, so, ja, ich muss hier bleiben für immer und ewig. Ja. Alle gehen weg. Oh, ich komme mich jetzt heute heulen. Ja, das hätte sich auch echt knicken können. Ja, wie gesagt, ich finde, das Spiel hätte eine viel bessere Wirkung gehabt, wenn du dieses, du kannst dich zweiteilen, ein Stück weggelassen hättest, einfach gesagt, ja, okay, die trennen sich. Machst du da ein bisschen Kitsch, machst du ein bisschen schnulzig und dann hast du auch eine bleibende Erinnerung an das Spiel. Ja. Ich mag es da sowieso, wenn die Spiele mal so einen leichten Touch von Negativen haben am Ende. Mhm. Und das ist immer noch so das, was einem am meisten im Gedächtnis bleibt. Ja, das stimmt. Es ist nicht so dieses Happy End, wo alles gut ist, sondern das, wo es wirklich mal einen kleinen Kratzer da gibt, wo es dann vielleicht nicht ganz so das perfekte Ending ist. Aber du erinnerst dich daran, das bleibt dir mehr in Erinnerung, als wenn es ein Happy End ist. Ja, das stimmt. Ich meine, viele wollen ja immer nur so ein Happy End, aber ich finde, manchmal kann man auch ruhig sagen, ach, fickt euch. Ja. Weiß nicht, da hättest du auch so viel raus machen können, wenn du die Romanze besser geschrieben hättest. Das stimmt. Die war echt ziemlich... Boah. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass du vielleicht nicht den ganzen alten... die alte Gruppe nochmal kriegst, sondern vielleicht mehr neue Charaktere dazu kriegst. Ja, mit Emi und Martha war es irgendwie ein bisschen öde. Ja, also es wäre schön gewesen, wenn du vielleicht noch ein paar andere neue Charaktere dazu gekriegt hättest, wo du dann auch sagen kannst, ach hier, was bist du denn für einer? Ja, ich meine, ich hätte es auch gefeiert, wenn man jetzt zum Beispiel noch Richter so wirklich so als Charakter für eine Weile gehabt hätte. So ja, oder so Alice oder Dex dann vielleicht noch so neue Charaktere. Ja, das wäre auch mal interessant gewesen. Aber irgendwann war ich echt so, oh, eigentlich habe ich keinen Bock auf Martha. Aber wenn du die neuen Charaktere kriegst, dann denkst du so, irgendwie macht das auch keinen Spaß, weil sie sich so verändert haben. Ja. Weil das ist echt nicht mehr das richtige, also ich finde zumindest, das ist nicht mehr dasselbe Spielgefühl. Ja, es ist mir mit China ja auch aufgefallen, als ich die einmal gespielt habe, dass sie einfach nicht mehr so zackig war und beim Kombinieren nicht mehr so schnell war wie früher. Und das war das, was sie wirklich ausgemacht hat, dass sie so schnell kombinieren konnte und so flink unterwegs war. Ja, ich meine, ich hatte ja auch mal eine Kombi mit Priscilla, die konnte ich ja auch nicht mehr ausnutzen. Ja, und Emil war viel schneller als China und dann hatte ich ja noch die Technik, mit der ich mich so aufboosten konnte, dass er noch schneller ist und dann war ich ja richtig auf Zack. Ja. Ach schön, eine Tasche von Martha mit ihrem Kreisel. Ja. Emil, 見てて。 私、 パパとは違うやり方で テスアラの人たちにシルバラントのことを認めてもらう。 エミルが守る世界を平和にしてみせる。 それが私の罪を償うことにもなると思うから。
Ja. Wir müssen cutten, beeil dich mit dem Nicken. Entschuldigung. Ja, das war Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Ich hoffe, der Titel hat euch gefallen. Ihr habt mit uns mitgefiebert. Vielleicht mit uns verzweifelt. Ja. Oder mit uns gekotzt. Ja. Ich bin für meinen Teil bin froh, dass wir durch sind. Ja. Ihr könnt eure Meinung ja und euer Feedback ja in die Kommentare schreiben. Wir werden das natürlich mit Argusaugen verfolgen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und wir gönnen uns jetzt erstmal eine kleine Hirnpause. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Und das wäre wirklich toll. Ja. Was wir machen, wissen wir noch nicht so genau. Na, mal gucken. Auf jeden Fall kein Tales of. Nein, wir haben erstmal Schnauze voll von Tales of. Irgendwann wird es noch ein Tales of geben. Was es sein wird, wissen wir auch noch nicht. Wir haben noch sehr viel Auswahl. Ja. Also so gut wie alle Tales of, die über uns rauskommen sind, haben wir zur Verfügung. Ja. Also irgendwann wird es nochmal irgendwas geben. Auf jeden Fall. Ja. Aber bis dato wird es erstmal was anderes geben. Genau. Und da wir so unter Zeitdruck stehen, verabschieden wir uns auch ganz schnell und hoffen, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Let's Play und tschüss. Was möchtest du noch sagen? Tschüss. Hätte ja sein können, dass du sagen willst. Oh, ich hab euch lieb. Wir haben Druck. Was willst du noch sagen? Sag doch mal was. Warum redest du denn nicht? Warum sagst du denn nicht? Ja, das soll es von uns gewesen sein. Ciao. Bye, bye.